In der EU wird gerade darüber gestritten, wie es denn weitergehen soll mit unseren hochverschuldeten Staaten. Und es gibt da ein paar üble Tendenzen. Das Ganze ist absolut wichtig für unsere Zukunft, trotzdem interessiert es im Moment keinen Menschen. Darum dieses Video, falls Ihnen das Thema bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen ist. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Es geht los mit einer ordentlichen Crash-Prognose, so wie sich das gehört. Weißes Haus warnt, dass die Aktienkurse um 45% einbrechen werden. Sollten die USA, ja, was sollten denn die USA, die richtigen Inflationsdaten veröffentlichen, Kanada angreifen, Donald Trump nicht einsperren bis an sein Lebensende? Nein, natürlich nichts von alledem. Es geht natürlich um die Schuldenobergrenze. Die Börsen werden einbrechen, sagt das Weiße Haus, wenn die USA zahlungsunfähig werden in ein paar Tagen. Bis jetzt hat es keiner so richtig ernst genommen, aber jetzt werden die Anleger doch langsam nervös. Und die Parteien, die sollten ja eigentlich wissen, dass sie sich einigen müssen. Und sie werden sich wahrscheinlich auch irgendwie einigen. Alles andere wäre ja eine Katastrophe. Aber allein schon die Tatsache, dass die nach mehr als 4 Monaten Staatsnotbetrieb erst jetzt in den letzten Tagen überhaupt mal richtig verhandelt haben, das zeigt schon, wie die drauf sind. Wie würde das konkret ablaufen, wenn die sich tatsächlich nicht mehr rechtzeitig einigen? Dazu habe ich vor 2 Wochen ein Video gemacht. Das können Sie sich dann auch noch anschauen. Viele sagen jetzt natürlich zu Recht auch, das sind in gewisser Weise Systemfehler in den USA. Also schon mal angefangen damit, dass es durch das Wahlsystem ja oft so ist, dass sich die Regierung einerseits und der Kongress andererseits spinnefeind sind, dass die sich gegenseitig blockieren können. Das haben wir aber zurzeit auch bei uns. Die Bundesregierung versus Olaf Scholz. Der Bundeskanzler, zurzeit die einzige echte und wahrnehmbare Opposition gegen die Ampelregierung. Hier haben wir ihn, wie er mit seinem Finanzminister Sparpakete aushackt, damit er seinem Kollegen Habeck mal das Handwerk legen kann. Aber abgesehen davon, jetzt sind wir wieder in den USA, abgesehen davon, die amerikanische Schuldengrenze an sich als Einrichtung ist natürlich kontinuierlich eine Belastung, so sehr man vielleicht auch damit sympathisiert. Aber vergessen wir nicht, auch wir hier haben eigentlich Schuldenobergrenzen. In Deutschland haben wir verfassungsrechtlich die Schuldenbremse. Und in der EU haben wir die Maastricht-Kriterien. Die geben ganz klar vor, wie hoch ein Mitgliedstaat verschuldet sein darf. Nämlich zu maximal 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Nur wenn es um die Maastricht-Kriterien geht, da zeige ich immer ganz gern dieses Bild hier. Daumen hoch für die Aachener Zeitung, für ihren interessanten Beitrag und das noch wunderbarere Foto hier. Die Durchschnittsverschuldung in der Eurozone, die liegt jetzt bei fast 90%, also fast 50% über der Höchstgrenze und das im Durchschnitt. Eine unglaubliche Entwicklung. Nur 7 von 20 Mitgliedstaaten halten die Kriterien überhaupt noch ein. Und das hat aber noch nie irgendwelche Konsequenzen gehabt. In USA ist das Ganze also eine extrem ernste Sache, aber bei uns ist es mehr oder weniger eine Lachnummer. Jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, oder je nachdem, wie man das sehen will, aber die gute ist, man hat in der EU die Stabilitätskriterien wiederentdeckt. Man hat sie ja jahrelang ignoriert und dann jetzt in der Corona-Krise, da sind sie sogar offiziell ausgesetzt worden. Aber ab nächstes Jahr sollen sie wieder gelten. Nur die EU-Kommission, die will die aufweichen und zwar ganz massiv. Und da ist es natürlich schon relativ praktisch, dass in den USA gerade Schuldenkrise ist. Dadurch interessiert sich für das Thema bei uns nämlich so gut wie niemand. Normalerweise wäre es so,
ab 2024 müsste jedes Land, das höher verschuldet ist als eben diese 60% vom Bruttoinlandsprodukt, das müsste diese Verschuldung pro Jahr wieder um ein Zwanzigstel abbauen. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig streng, aber das gefällt vielen trotzdem nicht, weil dann nämlich zum Beispiel Italien mit einer Verschuldung von 144% zum Bruttoinlandsprodukt, die müssten dann diese Schulden jedes Jahr um 4% verringern. Mehr als 4% sogar. Und 4% vom Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr mehr rausziehen als reintun, das ist ja eigentlich kaum vorstellbar noch. Und Spanien und Frankreich mit 113% und 111%, das ist auch nicht viel besser. Und Deutschland hat dann ja vorgeschlagen, dass man die Länder wenigstens dazu verpflichten sollte, dass sie wenigstens 1% vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr an Schulden abbauen. Aber auch das hat die Kommission scharf zurückgewiesen. Die stellt sich das jetzt nämlich so vor, dass es für sowas nämlich gar keine festen Vorgaben mehr geben soll, sondern dass man das mit jedem Land individuell ausmacht. Die werden dann sozusagen in den Stuhlkreis eingeladen und gefragt, wie geht's euch damit und was macht das jetzt mit euch? Und dann sollte das ursprünglich aber tatsächlich erstmal eine Anpassungszeit geben von 4 bis 7 Jahren. Und erst dann müssten die einen Plan vorlegen, die Länder, wie sie sich den Schuldenabbau so vorstellen. Und der soll dann aber auch wieder konform sein mit EU-Prioritäten. Also wachstumsfördernd und mit Investitionen in digitale Transformation und in Klimaschutz. Sprich in der Tendenz dann auch wieder nicht wirklich Schuldenabbau oder zumindest mit einem riesengroßen Hintertürchen. Und da ist wiederum die Bundesregierung dagegen und auch Österreich, Tschechien, Schweden, Finnland. Es schaut aber nicht so aus, dass die sich da durchsetzen werden gegen die Kommission und gegenüber die ganzen anderen Länder. Das sind eben die halbwegs soliden Länder in der EU, die natürlich schon lang befürchten und das ja auch nicht ohne Grund, dass ihre eigene Sparsamkeit ihnen am Ende doch nicht hilft, wenn sie dann von den anderen mit runtergezogen werden. Wir haben in den letzten 15, 20 Jahren, da haben sich die Staaten fast beispiellos zusätzlich verschuldet, aber es gibt einige wenige Staaten, die trotzdem diszipliniert waren, die das nicht mitgemacht haben. Und zu diesen wenigen Ländern kriegen sie von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report. Welche Länder sind das, die immer noch solide Staatsfinanzen haben? Wie haben die das gemacht? Wie stehen die sonst da? Und kann und sollte man in diese Länder investieren? Die Reports von uns sind gratis und Sie bekommen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Es war möglich, sich nicht maßlos zu verschulden. Es ist auch keiner dazu gezwungen worden. Wie begründet die EU-Kommission jetzt ihre Vorschläge? Sie sagt eigentlich nur, naja, so wie es bis jetzt war, das hat eben auch nicht funktioniert, das hat ja den starken Schuldenanstieg nicht verhindert. Und die Sanktionen bis jetzt, die hat man ja nicht wirklich einsetzen können, weil die hätten das für die Länder dann ja noch schlimmer gemacht. Das ist zwar irgendwie auch das Wesen von Sanktionen, also wenn man jemanden zum Beispiel ins Gefängnis sperrt, dann macht man das ja auch nicht darum, damit es dem nachher besser geht. Und es muss ja auch nicht immer so laufen wie in Griechenland. In Griechenland, da waren natürlich die Sparvorgaben ganz extrem. Die Frage ist ja nur, will man den stark verschuldeten Ländern jetzt überhaupt noch irgendwas zumuten? Und der Kommission, der dämmert natürlich langsam inzwischen, dass diese Zumutungen inzwischen sehr hoch sein müssten, damit es überhaupt noch was bringt. Und das will man aber natürlich gerade nicht wahrhaben. Und darum weicht man das Ganze jetzt extrem auf. Und das ist aber vielleicht noch nicht mal das Problem. Weil man ja sagen könnte, naja gut, was soll's, der Stabilitätspakt ist ja eigentlich sowieso schon tot, da ändert das auch nichts mehr. Noch größeres Problem ist aber die Denke, meiner Meinung nach. Die Denke, die da dahinter steckt. Wenn zum Beispiel auf die Forderung aus Deutschland, dass es für den Schuldenabbau feste Regeln geben muss, wenn darauf dann der französische Außenminister erklärt, das seien alte Ideen,
Oder wenn die EU-Kommission erklärt, das sind Rezepte aus der Vergangenheit und dass eine moderne Finanzpolitik neue Prioritäten erfordert. Und wenn es gleichzeitig dann auch so Pamphlete gibt in die Richtung, der deutsche Finanzminister sei der gefährlichste Mensch in Europa. Ich weiß nicht, ob man da Wladimir Putin auch mit in Erwägung gezogen hat. Aber wenn es so ist, dann ist schon relativ klar, wohin das Ganze laufen soll. Weg mit Sparmaßnahmen, weg mit Beschränkungen. Wir machen das in Zukunft alles viel besser. Wir investieren uns nämlich raus aus den Schulden. Gebt uns einfach erstmal noch mehr Geld statt weniger. Es hat aber bis jetzt auch schon nichts geholfen. Wir erinnern uns, wir haben jetzt in der Eurozone fast ein Jahrzehnt lang null Zinsen gehabt. Bei manchen Staaten hat man ja sogar dafür zahlen müssen, dass man ihnen noch Geld leihen darf. Eine nie dagewesene, beispiellose Billiggeldschwemme. Und die sollte ja das Wachstum anschieben, das hat man uns so erklärt. Und die sollte auch den Staaten helfen dabei, dass sie ihre Schulden wieder abbauen. Aber was ist passiert? So gut wie nichts. Hier Staatsschulden von verschiedenen Ländern zum Bruttoinlandsprodukt in der EU von 2010 bis 2022. Die Grafik ist aus der Financial Times. Bei den meisten Ländern hat es so gut wie keinen Fortschritt gegeben. Eine Ausnahme unten in Rot ist Deutschland zum Teil und dann ganz oben noch in den letzten Jahren auch beim hochverschuldeten Griechenland, von dem die Anleihen inzwischen übrigens einen niedrigeren Risikoaufschlag haben als die von Italien. Und das hier, das sieht zwar immer noch besser aus als in den USA, zugegeben, aber trotz einem massiven Schub von der Geldpolitik her hat es eben keine Fortschritte gegeben bei der Verschuldung. Gleichzeitig war das Wachstum dann aber auch noch niedrig, was auch sehr bedenklich ist. Und Investitionen hat es aber auch keine gegeben. Die staatliche Investitionsquote in der Eurozone, die war kurz vor der Pandemie nur noch bei einem Drittel von dem Wert von 10 Jahren vorher. Das alles sollte uns wirklich zu denken geben. Es zeigt, die Eurozone hat ein massives Problem und zwar sehr wahrscheinlich ein strukturelles Problem. Und trotzdem weigert man sich mit Händen und Füßen, das irgendwie auch mal anzugehen. Stattdessen ruft man nach noch mehr Geld permanent. Mir geht es nicht darum, hier jetzt zu sagen, wir rasen voll rein in den Untergang und der Crash kommt jetzt und nächste Woche bricht der Euro auseinander und so weiter. Aber ganz harmlos ist es eben auch nicht. Wir haben im Sommer, als die EZB ja erst angefangen hat mit ihren Leitzinserhöhungen, wir haben da schon eine Panikattacke gehabt, zum Beispiel bei italienischen Anleihen. Das sind die Risikoaufschläge der italienischen Anleihen auf deutsche Anleihen, jeweils 10 Jahre Laufzeit. Das ist auch aus der Financial Times. Die EZB hat Anleihen damals aus Italien, Spanien, Portugal da auch schon wieder massiv stützen müssen mit dem TPI-Programm auf Kosten von deutschen und holländischen Anleihen zum Beispiel. Inzwischen hat sich das wieder beruhigt, die Welt ist erstmal nicht untergegangen, aber das Thema ist natürlich trotzdem jetzt nicht unbedingt aus der Welt, weil wir jetzt eben auch schon einen Leitzins haben von 3,75% und nicht mehr von 0% und weil die EZB ja außerdem auch seit März am Anleihemarkt jeden Monat 15 Milliarden Euro entnehmen will. Das ist jetzt auch nicht von Pappe. Aber unabhängig davon, ich finde es eben wichtig, was da gerade passiert bei diesen Debatten um die neuen Schuldenregelungen. Es wundert mich auch sehr, dass es darüber bei uns keine größere öffentliche Debatte gibt. Aber klar, wir müssen uns jetzt erstmal über die Wärmepumpen fertig aufregen. Das Schuldenthema ist aber auch wichtig und jetzt auch nicht nur wegen den Finanzmärkten, sondern weil da eben auch ideologisch meiner Meinung nach im Moment die letzten Dämme brechen. Aber manchmal denkt man sich natürlich auch, wer will es den Europäern schon verdenken, weil wie schon mal hier gesagt, wenn man doch jeden Tag sieht, dass diejenigen, die das mit der Verschuldung am skrupellosesten
skrupellosesten betreiben, nämlich die USA, dass die dafür eigentlich nicht gemieden werden, sondern dass die meistens sogar dafür bejubelt werden, auch und gerade von den Anlegern und von den Finanzmärkten. Und das werden Sie dann auch sehen, wenn Sie dann nächste Woche unseren gratis Zukunftsmärkte-Report haben, eben mit diesen Ländern mit einer relativ geringen Verschuldung. Das sind nicht immer zwingend die Länder, die bei den Anlegern besonders beliebt sind. Aber tragen Sie sich trotzdem ein für den Report auf www.zukunfts-märkte.de. Jetzt warten wir erstmal die Zahlungsunfähigkeit ab in den USA und den Crash um 45%. Dann sehen wir weiter und hoffen wir mal, dass die amerikanischen Abgeordneten, also diejenigen, auf die es jetzt ankommt, dass die nicht wissen, wie man den Aktienmarkt shortet. Weil wenn sie das täten und dann die Einigung blockieren, dann könnten sie damit sehr viel Geld verdienen und danach werden sie alle Anlagegurus mit ihren eigenen Hedgefonds. Spannende Zeiten, die wir gerade haben. Vielleicht wissen wir beim nächsten Mal über das Thema auch schon mehr. Bis dahin, alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.